需要我帮个忙吗？谢谢。你要退房吗？对。你回国吧。对，去机场。啊。哇，好重！哇，这是你的衣服吗？不是，是一些药和化妆品。啊？为什么？我是做生意的，国际贸易。啊，是这样的。我们那里的药和化妆品有点不行。啊。我们到了一楼了。好的。谢天谢地。滚！什么？滚！哎。Hallo, ich bin Oliver. Um diese Lektion zu verstehen, sollst du meine früheren Lektionen alle gut beherrschen. Du findest alle Lektionen auf der Webseite chinesischmitoliver.de. China ist die Fabrik der Welt. Sie machen viele authentische Produkte, aber auch viele gefälschte Produkte oder Kopien. Die chinesischen Verbraucher sind intelligent. Sie wissen, dass es viele gefälschte Produkte gibt, und deshalb kaufen sie bestimmte Produkte lieber im Ausland. Zum Beispiel Medikamente und Make-up. Hey, 需要我帮个忙吗？谢谢。你要退房吗？对。你回国吧？对，去机场。啊。Ich frage, 需要我帮个忙吗？ Brauchst du, dass ich bange mang? Bang mang, das bedeutet helfen, mit anpacken.Xiao Bang Mang Ma, brauchst du, dass ich helfe? Ich frage, Niao Tui Fang Ma, willst du Tui Fang? Tui Fang bedeutet wörtlich vom Zimmer zurückziehen. Auf Deutsch ist das auschecken in einem Hotel. Ich sage, Ni Hui Guo Ba, du kennst schon all diese vier Zeichen.Hui Guo bedeutet wörtlich zurückgehen nach Land. Eigentlich bedeutet es zurückgehen nach deinem eigenen Land. Und weil dies ein chinesischer Ausdruck ist, bedeutet Hui Guo im Allgemeinen zurückgehen nach China. Sie sagt Dui Chu Qichang. Richtig, ich gehe zum Qichang.Qichang, diese zwei Zeichen, die hast du früher schon gesehen. Weißt du noch, Feiji, das war eine Fliegmaschine oder Flugzeug. Und Tiananmen Guangchang, das war der Tiananmen-Platz. Qichang, das bedeutet Flughafen. Hey, 需要我帮个忙吗？谢谢。你要退房吗？对。你回国吧？对，去机场。啊。哇，好重！哇，这是你的衣服吗？不是，是一些药和化妆品。啊？为什么？Ich sage, wow, 好重 ，wow, sehr 重。重 ，das bedeutet schwer。Ich frage, 这是你的衣服吗 ？Ist dies deine 衣服？衣服 ，das bedeutet Kleidung。Sie antwortet, Shishie Yao He Hua Zhuang Pin. Es sind einige Yao und Hua Zhuang Pin. Yao, das bedeutet Medikament. Hua Zhuang bedeutet Make-up und Pin, das ist ein Produkt. Also Hua Zhuang Pin, das sind Make-up-Produkte. Wow, Zhong!哇，这是你的衣服吗？不是，是一些药和化妆品。啊？为什么？我是做生意的，国际贸易。啊，是这样的。我们那里的药和化妆品有点不行。啊。Sie sagt, 我是做生意的 ，Ich bin 做生意。Wie du weißt, bedeutet 做 machen und 生意 das bedeutet Geschäfte oder auf Englisch Business.Zuo Shengyi, Geschäfte machen oder do business. Guoqi Maoyi, Guoqi, das bedeutet international und Maoyi, das ist Handel. Guoqi Maoyi, internationaler Handel.
Ich sage, ah, studierende, auf diese Weise. Dann sagt sie, Omen Nali de Yauche Hua Zhuang Pin, Yodian Pusing, unsere dort Medikamente und Make-up-Produkte ein bisschen nicht gut. Ah, Sie sagt, wir sind angekommen am Yilou. Sie sagt Le zweimal. Das ist umgangssprachlich. Das zweite Le ist nicht nötig. Lou, das ist ein Stock, eine Etage. Wie du weißt, 1, 2, 3, das ist IR San. Aber wenn du meinst ersten, zweiten, dritten und so weiter, dann sagst du die vor der Nummer, also die, DR, die San. Es wäre also logisch zu denken, der ersten Stock, das ist die Lou, aber nein. Wenn du auf Chinesisch über Etagen redest, dann sagst du nicht ersten Stock, sondern eins Stock, Yilou. Oder der zweiten Stock, das ist zwei Stock, Arlou. Und bitte denke daran, dass in China der ersten Stock das gleiche ist wie das Erdgeschoss. Die Nummer 4 auf Chinesisch ist se und das Verb sterben, das ist se. Diese zwei Zeichen haben fast dieselbe Aussprache. Und deshalb ist 4 in China die Unglückszahl. Und deshalb gibt es in China mehrere Gebäude ohne vierten Stock. Silou. Und jetzt gibt's wieder einen fabelhaften Ausdruck. Xie tian xie di. Du siehst xie xie oder danke. Und du siehst tian, das ist der Himmel. Also danke Himmel, danke di. Di, das bedeutet Erde oder Grund. Xie tian xie di. Danke Himmel, danke Erde. Auf Deutsch wäre das Gott sei Dank. Bevor du weitergehst, will ich, dass du jetzt auf Pause drückst und aussprichst, was diese 8 Schriftzeichen bedeuten. Zum Schluss sagt sie Guan. Wie du in Lektion 1 schon gesehen hast, bedeutet Guan, geh weg, verschwinde, hau ab. Aber die offizielle Bedeutung von Guan ist rollen. Sie sieht mich mit diesem schweren Koffer und sie will sagen, der Koffer hat Räder. Du kannst ihn rollen. Gut, jetzt zeige ich dir den Dialog noch einmal, aber diesmal ohne Untertitel.需要我帮个忙吗？谢谢。你要退房吗？对。你回国吧。对，去机场。啊，哇，好重！哇，这是你的衣服吗？不是，是一些药和化妆品。啊，为什么？我是做生意的，国际贸易。啊，是这样的。我们那里的药和化妆品有点不行。啊。我们到了一楼了。好的。 Alle Lektionen befinden sich auf der Webseite chinesisch mit oliver.de.